Das heißt, 120 Obsidian hat das Ding jetzt in der Folge schon erzeugt. Ne, das ist cool, dann kann ich auch endlich meinen Fußboden weitermachen. No. Prost, Chris. Servus, Michi. Ja, wir sind wieder hier bei dir draußen im Testgelände, glaube ich, ne? Ja, im Testgelände. Ich bin gespannt. Genau. Du sagtest beim letzten Mal, wir brauchen Obsidian. Ja, ja. Wurde relativ knapp, nachdem wir viele Tanks gebaut haben. Wurde knapp, genau. Und wir hatten tatsächlich auch nur noch 10 Stück, wie ich damit angefangen habe. Das war echt wenig. Und okay, alle wissen, Obsidian entsteht aus Lava und Wasser. So. Wenn man einen stehenden Lavablock hat, so wie ich den ich hier hingekippt habe, und man kippt auf den Wasser drauf, dann hat man da einen Obsidianblock. Dann ist aber der Lavablock weg. Ja, genau. Genau. Das ist irgendwie uncool, es sei denn, man ist so talentiert wie du und hat Lavapumpen und all so ein Blödsinn. Ja gut, verschwenden brauchen wir es ja auch nicht, jeder. Aber wenn... Genau, hat man aber, hat halt nicht jeder. So, ich nehme den dann nochmal raus. Es gibt seit Version 1.6, soweit ich weiß, mehrere Möglichkeiten, das Zeug auch anders zu bekommen. Und hier fehlt ein Block. Aber spielt auch keine Rolle. Eine der Geschichten ist mit Redstone. Mhm. Und da baut man eine Wasserrutsche, die im Prinzip hier endet. Ja, es müssten 8 Stück sein oder so. Es sind 8, ne? Ja, genau. Ich war mir, ich genau. Habe 8 gesagt, aber ich war mir nicht sicher, aber es sind 8. Genau. Ja, genau. Und genau dahinter packt man Redstone. Mhm. Und wenn man jetzt hier wieder Lava hinkippt, dann fließt die darüber und macht da einen Obsidianblock draus. Okay. Und jetzt muss man nur noch den Lavastrom unterbrechen. Ja, damit er nicht dicken, reinfällt. Mit der dicken Spitzhacke draufhauen. Okay. Ups. Und natürlich nur einen Block. Packt wieder Redstone hin. Aber das geht dabei drauf, oder? Das Redstone. Das Redstone wird aufgebraucht, genau. Okay. Genau. Krass, wusste ich nicht. Ja. Aha. Und diesen Dingen findest du reichlich Anleitungen im Internet. Mhm, Allerdings stehen die Leute anschließend, also so bauen sich die richtig breit auf, und genau, so wie ich hier, und bau den dann halt mit der Spitzhacke ab. Und das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Naja, ja. Für mich, ja. Also, ist okay, man kommt relativ schnell dran, man muss nicht unbedingt irgendwo in die Hölle oder Neta oder sonst irgendwo rum, aber ich fand's auch uncool, da stundenlang zu stehen, weil... Ja, das Abbauen macht ja auch keinen Spaß. Man erinnert sich, und man kann es nachgucken, Folge 5, wie ich stundenlang an so einer Mühle stehe, fand ich jetzt uncool. Ja, naja. Aber der Meister der Turtles... Ja, der hat hier drüben so etwas Ähnliches aufgebaut. Mhm. Ja, wir haben wieder das fließende Wasser, wir haben wieder da drüben Lava, wir haben hier den Punkt, wo Redstone wäre, und dahinter haben wir eine Turtle. Eine Mining. Wollen wir uns kurz das Programm der Turtle angucken? Gerne. Test heißt es. Ja. Die schlägt jetzt den Stein weg, platziert Redstone, wartet 2 Sekunden. So lange braucht die Lava nämlich, um Redstone wieder in. Haut den weg und platziert einen neuen. Okay. Okay, ist jetzt halt nur so, läuft halt einmal. Genau. Oh ja, das geht ja trotzdem flott. Ja. Geht fix, ne? So. Hat 5 Obsidianblöcke. Ich hatte es gerade gar nicht geguckt, wie viel war es vorher? 3 oder? Ja, warte. Okay. Genau. Ich dachte jetzt gerade, er hat 5, weil das. Okay, genau. Cool.
Und ja, ich meine, wenn man jetzt nochmal laufen lassen, dann wären 7 drin. Okay, ich habe übrigens keinen Überblick mehr, wie lang so eine Folge gerade ist. Ne? Also da müsstest du immer mal gucken. Also wir haben jetzt gerade 5 Minuten. Okay, okay, dann müssen wir vielleicht auch eine Uhr irgendwie mal... Genau. So, jetzt wird es auch gerade langsam dunkel. Dann gehen wir doch mal schnell zu mir. Bevor rein. Wieder so ein dich irgendwo reinschiebt. Bevor wieder irgendwie da mich gerade um die Ecke bringt. Ich bin auf dem Weg dahin schon gestorben. Ja. Weil ich mal. Vielleicht alle Sachen weil ich wieder. Nicht, nee. Nee. Ja. Nee. Das Buch ist noch nicht wieder da. Bestimmt hier bei irgendeiner Kiste. Ja. Genau. So. Dann habe ich mir hier im Prinzip das wieder mit der Wasserrutsche gebaut. Mhm. Lava ist genauso. Turtle steht genauso wie drüben. Ja. Nur was die Turtle jetzt tut, ist... Ja. Alter, das sind nicht Druiden, die du tust, ich sag's dir. Bei mir verschwinden permanent Druiden. Ich habe ihr zusätzlich noch ein Kommando dazwischen gegeben, dass sie diesen Cobblestone hier setzt. Und danach direkt wieder abbaut. Weil wenn ich alleine auf dem Server bin, dann klappt das relativ gut und lange, dass du Redstone setzt, Lava wandelt um, du baust ab, Redstone setzen und so weiter. Mhm. Wenn wir zu zweit spielen, dann kommt es nach, weiß ich sag mal, 40, 50 Läufen vor, dass die Lava einfach zu weit fließt. Und dann kannst du den Redstone nicht mehr setzen und dann hast du verloren. Ja, okay. Deswegen setzt die erst den Cobblestone, damit drückt sie die Lava zurück. Und zwar, der wird ja auch gesetzt, selbst wenn die Lava so weit geflossen ist. Ja, nur Redstone nicht. Ja, ja, klar. Genau. Okay. Und damit drückst du dann halt zurück. So, dann geht die alle 60 Runden, geht die zu der linken Kiste, die mit der Pumpe, die ist leer. Mhm. Und er packt einfach alles rein, was er hat. Ja. Und dann geht die. Dann geht er zu der hinteren Kiste, da holt er sich Cobblestone wieder raus. Und dann geht er zur rechten Kiste und holt sich dort Redstone raus. Okay. Ja. Aber wenn er den Cobblestone abbaut, müsste er den ja nicht auch automatisch wieder haben? Oder? Hat er auch wieder. Ja, ja. Achso, ja. Aber okay, falls mal irgendwie. Okay. Ich wollte ihn einfach mal laufen lassen, ne? Okay. Soll mal was tun. Außer finde ich die Röhren so geil, ja, ich weiß. Wenn dann anschließend das Zeug zurückläuft. So, ich habe das Ding jetzt mal gestartet. Okay. Ja, der zählt jetzt einmal bis 60 durch. Mhm. Okay, achso, und dann dreht er. Ja, okay. Dann füllt er sich wieder auf. Und ich habe ihm jetzt so eingestellt, dass er 10 komplette Läufe macht, sprich, er erzeugt damit 600 Obsidian. Okay. Und weil ansonsten. Kann ich da auch unseren kompletten Redstone-Vorrat jetzt reinpumpen? Aber Redstone kommt hier nicht automatisch vom ME-System rein momentan. Nicht vom ME-System, aber ich habe oben neben meinem ME-System eine Kiste gepackt. Da kann ich alles reinschmeißen. Ach, dann wird es verteilt oder was hier? Genau, okay. Dann wird Cobblestone wird hier rein, hier okay. Geht Redstone rein, hier drüben geht Stone rein und so weiter. Also, ich habe jetzt mein persönliches Transport. Ja. Sieht man da echt wie viel? Ah ja, 21. Okay, das dauert noch ein bisschen. Also 60 hast du gesagt, oder? 60, dann, ja. Das kriegen wir in der Folge, glaube ich, noch cool unter. Und dann kann man schön sehen, wie dann hier anschließend 60 Dinger durch die Gegend flitzen. Okay. Komischerweise ist seit gestern... Wo bin ich jetzt gerade? Punkt, die Blockgeschichte hier, auch einen nach oben raus. Deswegen musste ich einen Glasblock jetzt auch oben drüber tun. Irgendwas hat sich schon wieder an den Parametern verändert im Hintergrund. Der drückt die mit mehr Kraft raus, wie ich eigentlich ihm eingestellt habe, aber keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich muss ich irgendwann auch noch einen links und wahrscheinlich noch da drunter. So, wir sind bei 35. Oh, dann können wir nochmal einen Schluck trinken, glaube ich. Na, ja, können wir jetzt mal nachher. Ja. Zischt gut hier, hm?
ja. Magst du vielleicht mal dein hier ist noch so ein roter Raum. Ja, den roten Raum machen wir, wenn wir 60 hatten. Okay, ja, aber es dauert jetzt ja hier noch, glaube ich, oder? Naja, 15, 30 ich habe auch gesehen, noch in der Zeit haben wir den roten Raum. Und du hast hier mit den... Wo rennst denn du schon hin? Nee, ich bin hier nur mal hier gegenüber. Du hast hier noch mehr Lava-Pflanzen. Gegenüber? Kann das sein? Ah, vielleicht schon eine Weile, aber hatten wir noch gar nicht gezeigt, dass da zu viele stehen. Genau. Die sammeln jetzt doppelt so schnell damit ein, weil wir haben ja jetzt mit dem Nether keine Probleme mehr. Achtung, jetzt könnt's hier... Mhm. 53 haben wir. Ja, genau, das sind mehr Lava-Pflanzen. Ja, doppelt so viel Erz, doppelt so viel Terra-Steel. Also von daher. Ja, ich meine, ich hätte. Warum nicht? Mana-Steel-Block im ME-System gesehen. Kann das sein, dass du da schon Blöcke gemacht hast, weil du schon so viel hast? Mana-Steel ist. Ja. So, jetzt hat er die erste. Jetzt hat er die 60er Runde. Jetzt dreht er sich einmal durch. Ach so, ja, der haut das in die Kiste dann. Haut das hier alles in die Kiste, genau. Hat halt immer ein bisschen Redstone über, der fließt ja dann automatisch hier drüben wieder rein. Er hat den Cobblestone über, der fließt die automatisch in die hintere Kiste rein. Und jetzt kommen die Obsidianblöcke, die fließen automatisch ins ME-System. Ach so, okay. Nö. Ah ja, hier fließt noch und hier unten macht er schon wieder weiter. Da kommen sie wieder. Da kommen sie wieder runter, ja. Ah ja, die hintere Pipe. Okay. Ja, coole Sache. Also wie gesagt, ich habe es noch nirgendwo gesehen, dass es ein Video gab, das das Zeug hier vollautomatisch macht. Und ja, okay. Wir verlinken natürlich den Source Code auf YouTube. Müsste unten jetzt in den Kommentaren drin sein. Könnt ihr bei Pastebin frei runterladen, gar kein Problem. Okay, ja. Habt Spaß damit. War jetzt so schwer nicht. Wie gesagt, diese Cobblestone-Runde dazwischen war eigentlich die einzige Geschichte. Da hatte ich mir vorher noch was überlegt mit Pistons und so, aber wenn die Turtles selber kann, ist doch auch cool. Habe ich mir so gedacht. Ja, ich sehe auch hier hast du. Noch so Notschalter. Ja, hier habe ich den Notausschalter, ne? Damit kann ich dann jederzeit da runter und nochmal was machen. Ja. Das ist cool. Jetzt ist es zu weit gelaufen, siehst du? Ja. Jetzt hat er dann direkt wieder aufgehört. Ja. Genau. Okay. Und das Problem hatte ich halt ab und an und dann musste es halt immer wieder resetten und das fand ich auf Dauer ein bisschen nervig. Und jetzt resettet die halt permanent. Ja gut, ich sag mal, von der Geschwindigkeit her kommt da trotzdem so viel raus. Ja, wie gesagt, die lassen jetzt einfach wieder 600 Stück durchlaufen und dann ist glaube ich auch erstmal Ruhe. Dann haben wir, weiß ich, 3 oder 4.000 Stück. Ja, ich hab die Tage mal geguckt, da war ja schon jede Menge drin. Ja, gehen wir nochmal in meinen Red Room. Mhm. Hatten wir den noch nie gezeigt? Ich glaube, den hast du nur mal mir gezeigt, glaube ich. Offscreen. Okay. Ja, ist halt, hier liegt halt mein Bett. In der Truhe ist halt das, was man braucht, wenn man mal gestorben ist. Ein Schwert und eine Spitzhacke, um sich das Zeug wieder zu holen. Und ansonsten... Eine Uhr hast du gebaut. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich würde ja wahnsinnig werden hier mit der Uhr über dem Kopf. Ja, schon. Oh, ich bin, glaube ich... Geht sogar. Jetzt kann man. Ich wollte jetzt gerade mal eine Außenperspektive, aber wir stehen mit dem Kopf nicht direkt unten drunter, oder? Ja, genau. Ja. Ja, okay. Unstable Lampen, da geht lieber wieder raus. Wenn wir nur Strom schlagen. Ja, okay. Coole Sache. Ja. Habt Spaß mit der Maschine. Die ist wirklich Gold wert. Eine Turtle ist so teuer auch nicht. Mhm. Ah, jetzt kommt die nächste Runde schon. Naja. Oh. Was heißt 120 Obsidian hat das Ding jetzt in der Folge schon erzeugt. Ja, sehr gut. Ne, das ist cool, dann kann ich auch endlich meinen Fußboden weitermachen. Dafür haben wir Skystone. Hm? Ja, nee, war ist das. Achso, was hast du denn zu dem Fußboden hier? Ja, hier Teppich, habe ich schon gesehen. Ja. Ich dachte nämlich auch schon, hier hat er bestimmt schon den ersten Cobblestone, den ersten
Obsidian wieder aufgebraucht. Oder habe ich gesehen, na, nee, das ist Teppich. Ja, coole Sache. Gut. Dann? In dem Sinne, habt weiter Spaß. Viertelstunde ist rum, sollte eine kurze Folge werden. Ja, wunderbar. Das machen wir uns dran gehalten. Ja. Bis dann. Servus. Schön. Ciao. Alter. Wie viel Power kommt das jetzt von dem Reaktor? Das kommt vom Reaktor, ja, ja, natürlich. Ähnlich sieht mein Filler auch aus, wenn dann die Batterie vollgeladen ist, aber nur eine Sekunde lang. Dann ist die leer. Alter. Ja, also das geht ganz gut. Und ich finde allein, ich meine, egal was der jetzt hier abbaut, allein hier das Gerüst, der Aufbau des Gerüsts, ich feiere das, wenn hier diese Blöcke durch die Landschaft fliegen. Deswegen nehme ich auch so gern den Filler, weil der das ja genauso super macht. Ich super, ja. Das. Das war früher auch anders, dass diesen Effekt gab's nicht. Okay. Da hat er wirklich dann schon hier das Gerüst hingesetzt, aber diese roten Dinger, die hier runterfallen, die gab's nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung war und jetzt einfach nur hier, weil der Rechner jetzt ein bisschen besser ist. Und